So, ich begrüße euch wieder. Die heutige Stunde, die widmen wir der Halswirbelsäule. Die kommt meistens zu kurz, an die denkt fast keiner beim Reiten. Und die ist aber ganz wichtig, weil die puffert natürlich dann im Endeffekt alle Bewegungen, die das Pferd uns hier von unten gibt, ab. Das heißt, die meisten Fehler sind dann falsche Haltungen wie Schildkrötenhaltung oder zu gepresste Haltung. Ja? Die Muskulatur ist hart. Und in die harte Muskulatur, die auch wieder nicht gefestigt und stark, aber elastisch ist, in die harte Muskulatur wirkt sich der Stoß, der von unten kommt, wesentlich stärker aus. Deswegen versuchen wir heute mal unsere Muskulatur zu kräftigen natürlich, aber zuerst sie ein bisschen zu entspannen und zu dehnen. Ich setze mich dazu ein bisschen näher zu euch, dass ihr das besser beobachten könnt. Die erste Übung, die wir machen, ist, dass wir uns wirklich vorstellen, hier den Scheitelpunkt, der höchste Punkt ist, der strebt nach oben. Auch das Brustbein ist vorne, die Schulterblattspitzen sind am Körper, aber ganz locker. Ja, lasst eure Schultern immer dabei locker, verkrampft nicht diesen Trapezius hier, diesen Muskel, der hier vom Hals weggeht. Das Kinn ist ganz leicht, wenn man sich streckt und dann entspannt, kommt das Kinn ganz, ganz minimal zum Körper. Also nicht übermäßig, sondern nur angedacht. Das Gesicht bleibt dadurch fast parallel zu einem Spiegel, den man sich vorstellt. Und jetzt lassen wir das so eingestellt und drehen das Kinn langsam zur rechten Seite. Drückt bloß nicht in die Bewegung, sondern lasst es nur so weit gehen, wie es euch angenehm ist. Wieder zur Mitte zurück. Und das Ganze zur anderen Seite. Und nochmal gleich hineinspüren, welche Seite geht denn weiter von Haus aus. Wieder zur Mitte zurück. Das Gesicht schaut immer parallel zu einem Spiegel, zu einem Gedachten. Und wieder zur Mitte zurück. Wenn ihr das so 10, 15 Mal langsam wiederholt habt, dann merkt ihr, dass es immer geschmeidiger wird, die Bewegung. Lasst euch da auch wirklich einmal Zeit. Die zweite Bewegungsrichtung ist nach unten blicken, nach oben blicken. Wir lassen das Kinn locker zum Körper fallen und schauen auch mit den Augen zum Bauchnabel. Und dann heben wir das Kinn, schauen mit den Augen in den Himmel, zum Stirnpunkt. Und auch das kann man schön in der Atmung fließen lassen, wieder schön das Kinn sinken lassen. Und beim Einatmen wieder heben und strecken. Man spürt hier richtig eine schöne, angenehme Streckung, die bis in diese Muskeln hier hineinreichen sollte. Aber nicht pressen, das ist wichtig. Die nächste Übung ist, wir stellen uns jetzt wieder den Spiegel vor uns vor. Wir nähern uns dem Spiegel und ziehen uns wieder zurück. Wir nähern uns dem Spiegel und ziehen uns wieder zurück. Auch dabei ein bisschen auf die Atmung achten und die lockeren Schultern. Man hat oft Verkrampfungen, wenn man einen Körperteil anspricht und aktiv ist, dass man andere Körperteile festhält. Auch das so 10 Mal wiederholen, 15 Mal wiederholen, bis man spürt, die Bewegung wird weich und fließend, das ist wichtig. Wir lassen jetzt das Kinn zur Brust sinken und jetzt schieben wir mit dem Kinn wie an einer Schiene entlang zur rechten und zur linken Schulter jeweils. Wichtig ist, dass ihr jetzt nicht die vordere Halsseite presst und anzieht, sondern die ist ganz entspannt. Auch da wieder mehr Wiederholungen, als ich es vormache, weil wir einfach aus Zeitmangel ein bisschen entspannen müssen. Die nächste Übung, wir legen nur das Ohr auf die Schulter. Wieder Mitte und das Ohr
auf die Schulter legen. Und wieder in die Mitte. Und wiederholen zu der Seite. Brustwirbelsäule bleibt gerade, also nicht mitgehen mit dem ganzen Rumpf, sondern wirklich ganz getrennt vom Rest. Nur die Halswirbelsäule bewegen, in dem Fall Atlas und Axis, also die oberen Wirbeln, die sich da wirklich dehnen, also bewegen müssen. Auch das natürlich wiederholen. Mit 3-4 Mal wiederholen ist nicht getan. Der Körper braucht eine Weile, bis er sich an Bewegungsabläufe gewöhnt und bis die Muskeln, die ja Gegenspieler sind, auch miteinander harmonieren. So, die letzten Übungen für heute für die Halswirbelsäule, die dienen der Kräftigung der Muskulatur. Wir fangen an, mit dem Arm gegen den Kopf zu drücken und drücken ganz, ganz fest dagegen. Und der Kopf drückt gegen den Arm und der Arm gegen den Kopf, aber es rührt sich nichts. Und er zählt bis 30 und entspannt wieder. Ihr greift mit dem Arm auf die andere Seite und drückt wieder ganz, ganz, ganz fest. Ganz fest zieht der Arm den Kopf aus der Mitte und der Kopf sagt, nein, ich bleibe in der Mitte. Spürt hinein, was für Muskeln da betätigt sind, welche arbeiten, und versucht, die Muskeln, die nicht arbeiten müssen, auch zu entspannen und sie auch so ein bisschen zu orten. Zum Beispiel darf hier vorne jetzt keine Spannung kommen. Das üben wir natürlich auch zur anderen Seite. Den linken Arm, Ellbogen schön nach außen, dass die Schulterblattspitze wieder gut am Körper bleibt, also nicht mit rundem Rücken arbeiten, sondern schön Brustbein gehoben, Schulterblattspitzen sind zusammen, Schultern sind locker und pressen. Und natürlich auf die andere Seite greifen und wieder festpressen, bis 30 zählen, locker bleiben mit allem anderen, was man nicht braucht. Jetzt nehmen wir die Hände beide an die Stirn, Ellbogen wieder ganz stark nach außen nehmen und wieder pressen. Der Kopf rührt sich aber nicht. Ihr spürt, das fordert jetzt die Muskeln an der vorderen Halsseite ganz stark, aber auch hinten, wenn ihr hineinfühlt, Hinterhauptbein, also Hinterhauptbein, erster und zweiter Halswirbel müssen schön in die Kräftigung. Dabei das Atmen nicht vergessen. Und die letzte Übung, wir machen dasselbe am Hinterkopf. Wieder die Ellbogen fest auseinander, fest pressen, geht an euer Limit. Achtet dabei, ob ihr aber noch im Bauch atmet oder ob ihr die Luft eventuell sogar anhaltet. Bis 30 zählen und wieder lockern. Wenn man so eine Übungseinheit macht, auch da wieder mit Pausen ruhig 3 Sätze üben, damit die Muskulatur einen Effekt hat. Ich wünsche euch wieder ganz, ganz viel Freude mit eurem Körper, mit euren Übungen und dann mit euren Pferden. Bis zum nächsten Mal.